Hallöchen, Leute! Jetzt zählen wir schon als nukleare Bedrohung. Und willkommen zurück bei Renegade. Verstanden, Captain. Sydney, folge mir. Los! So, ja, jetzt oben erstmal noch aufmunitionieren, weil hier liegt, glaube ich, noch ein bisschen Munition rum. Und nämlich eine neue Waffe. Das sich auch Lasergewehr nennt. Wird in späteren Missionen meine Hauptwaffe sein, weil es da was anderes fast nicht mehr gibt. So, jetzt den ganzen Weg, wo wir vorhin hochgefahren sind, müssen wir jetzt komplett wieder nach unten. Und nach unten ist es nicht ganz so einfach wie nach der MG-Stellung. Ja, Zeug eigentlich hier. Stirb-MG-Stellung. Und war daneben. So, dann hier. Boom. Boom. Minimal notwendige Sicherheitsdistanz erreicht. Boom. Boom. Aufschlag in einer Minute. Wow, wow, wow. Jetzt chillt doch mal mit dem Ampulteam aus. Affen. Lasst mich vorauslaufen. Wir können Sie erst da raus. Minimal notwendige Sicherheitsdistanz erreicht. So, aber die Waffe hier nachladen, das ist nur meine Reservebumme. So, hier haben wir. Aufschlag in 30 Sekunden. Ja, ja. Wir sind weit genug weg jetzt. Aufschlag in 20 Sekunden. Wir haben mal ein bisschen Zeitdruck, weil wenn man schnell genug weg ist, dann ist es schon gescheitert. Aufschlag in 10 Sekunden. Ja, Leute, 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 kommt doch weg da oben. Aufschlag in 5, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Ja, kommt ihr oder? Hallo? Die Straße vor euch ist freigeräumt? Irgendwie haben die keinen Bock. Ja, mir egal, die werden schon kommen. Ah, Hotwire kommt mit. Wenigstens eine. Gut, das ist alles Schrott, die Panzer. Hau ab, du bist der Chemieoffizier. Und ihr alle auch. Ey, die haben doch eh alle keine Chance. Hotwire ist der einzigste, womit läuft. Wow, 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 wow. Geh doch weg, Hotwire. Kampfbuggy down. Ich hab leider gar keine Zeit, den Vorbereich zu holen. Hier stehen mir ein paar Menschen zu viel rum. So, aber hier können wir jetzt erstmal fett aufmunitionieren. Und vielleicht mal kurz zwischenspeichern. Raketenwaffe könnte ich machen auch. Halten Sie mir die Notstreitkräfte vom Hals, Herr Bock, und diese Flarak-Stellung sind Geschichte. Ja, kein Thema. Bam! Lastwagen, 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 Mannschaft von Spotter. Ich liebe die tragbare Ionenkanone. Schwarze Haken. Flammenwerfer, weg da. Bam, weg mit dir. Oh, oh, da gibt's noch was. Maximale Gesundheit, maximale Rüstung erhöht. So, da kommen sie jetzt endlich auch mal. Ja, die Flarak-Stellungen, die sind jetzt auf unserer Seite. Hier spricht die Stimme des Widerstands. So, ja, mal nachladen, weil hier kann man auch 100 Kurzstreckenraketen wurde bestätigt. Alles verfügbare Personal rückt in Richtung des Parks vor. Klingt ja so, als ob Raveshaw das Dorf in Schutt und Asche legen will. Hier spricht die Stimme des Widerstands.
GDI, bitte lassen Sie uns jetzt nicht im Stich. Nott wird die Kurzstreckenraketen dazu einsetzen, das ganze Dorf mit Napalm zu bombardieren. Sie dürfen nicht zulassen, dass man uns vernichtet. Das klingt ja nicht so, als würdest du mitkommen, Havoc. Was ist los? Hey, Berufsrisiko. Ja, wir haben ein neues Einsatzziel. Wenn alle gehört hat, kommen hier gleich ein paar Napalm-Raketen und so Zeug da. Und ich glaube sogar, das schreibt Baby. Ich glaube sogar, da müssen wir unter Zeitdruck, oder war das noch schwer, wo wir da unter Zeitdruck arbeiten müssen? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall einfache Gegner, nur Chemieoffiziere. Vorne ein gammeliger leichter Panzer, den jagen wir mal gekonnt in die Luft. Wow, der schießt auf uns. Bleibt ihm eigentlich ein. Maschinengewehr aufgesammelt, dann das alles voll, da hinten liegt noch eine Maschinengewehrmunition. So, 53 Meter. Ja, das war da, wo ich es verkackt habe, die Ingenieure auszuschalten. Da. Hey, cool bleiben. Danke. Achtung, GDI-Streitkräfte. Hier spricht die Stimme des Widerstands. Die Verstärkung, die Nott aus der Luft erhält, wird von den mobilen Radarstationen am Hauptplatz koordiniert. Diese Radarschüsse müssen ausgeschaltet werden. Hier ja, sekundäres Einsatzziel vernichten Sie die Radaranlagen. Ja, das liegt, glaube ich, so auf dem Weg, also warum auch nicht? Ist das ein Buggy? Weg mit dir und dann kommen da ein paar Offiziere. Ja, da und da oben wieder Stream Team. Scout und Bazooka Heini. Aber weg mit euch. Ich sollte meine Waffen immer nachgeladen haben. Schon festgestellt. Nachladen. Weiter. Da vorne sehe ich doch schon wieder einen Mannschaftstransporter oder sowas. Ja. Ja, MG-Stellung. In einem Kapuff, wo Gunner drin war. Wow, das war mitten in die Fresse mit der Bazooka. Da. Dinger da, wo man ausschalten soll. Nochmal ein Lasergewehr für uns. Weg da. Komische Radarstation. Ah, da. Wummeleo. Dann. Ja, das stirbt. Komische Radarstation. Oh, wovon? Wo schießt die? Gestorben. Du auch. So. Da. Ja, einfach eine super Waffe. Hier spricht die Stimme des Widerstands. Westlich ihrer Stellung wurden Widerstandskämpfer gefangen genommen. Bitten um Unterstützung. Schon erledigt. So. Bam. Ein leichter Panzer. Ja. Was zur Hölle? Einmal nachladen und die Bazooka-Munition mitnehmen. Da, ja, genau, ist klar. Da steht der, stellt das sich mal. Nein. Ein Jagdpanzer gefällt mir gar nicht. Wenn der uns zu nahe kommt, dann brennt er uns nieder. Und dann gibt's Havoc am Spieß. Das ist echt nicht so toll. Und da kommt sie ums Eck, wenn ich gerade nachladen bin. Was soll das? Ah, ihr Schweine. Ein Mannschaftstransporter. Ganz schnell mal entsorgen. Und dann die Mannschaft vom Mannschaftstransporter entsorgen.
Und dann. Oh, Rüstung, danke. Oh, noch mehr Rüstung und Munition für unser Lasergewehr und. Oh. Ja, falls euch auffällt, wir rennen gerade die komplette Mission, die wir zwei Missionen vorher gemacht haben. Rennen wir gerade die komplette Mission zurück. Hier mal unser Startpunkt der Mission. Und, oh, oh. Ja, auch alle. Oh, und jetzt vor. Jetzt noch ab. Verpisst euch alle. Wow, 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 wow. Ratte da oben. Haben wir's jetzt. Okay. Aber der soll mich nicht weiter stören. Jetzt brauche ich dann Leben. Wow. Will ich sterben? Ah, Rüstung. Und Munition. Danke. Und gesund. Und da. Ihr Bastarde. Geht weg von mir! Lasst mich überleben! Oh, das ist unser Hubschrauber, ja. Hier sind wir in der vorigen Mission gestartet. Kleines Geschenk für dich. Noch immer hier? Ich sagte doch, ihr sollt evakuieren. Ich folge nur deinem Beispiel. Frag bloß nicht, wo wir das herhaben. Gib mir den Panzer. Tu es! Netter, leichter. Bam, 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 jetzt sind wir sowieso so gut wie unzerstörbar. Aber immer zwischenspeichern kann ich schaden. Ja, die Stelle hier, die kennen wir. Oh, oh, mobile Artillerien. Yo, 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 yo. Und Kampfbuggy und ein Hubschrauber und auch ein MMT und unser Panzer ist gleich Schrott. Oh oh. Jetzt fetzen gleich unseren Panzer. Die, unser Panzer ist schon. Nein! Hab's geschafft. Havoc, westlich von deiner Stellung müsste sich ein Napalmlager befinden. Verteidigung? Wir machen das genauso, wie es im Nordhandbuch für die Weltherrschaft steht. Wow, 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 Jagdpanzer. Den muss ich noch da bekommen vor meinem Panzer. Das war's. Ah. Und ich habe schon mit Schwierigkeiten gerechnet. Oh, jetzt kommt von da hinten auch noch ein leichter Panzer. Oh, 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 oh. Kriminell, kriminell, kriminell. Oh, die bringen uns noch mal ein. Das ist aber nett. Ich muss aber nach da hinten. Havoc, wir stehen unter Raketenbeschuss beim Park. Wir können den Nerven. Wow, 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 wow. Leichter Panzer, leichter Panzer, gleich zwei Stück. Wiederholung. Raketenwerfer mit unbekannter Position. Korrekt. Möglicherweise befindet sich ein Stealth-Panzer im Gebiet. Nein, 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 noch einer. Wollt ihr mir eigentlich verarschen? Ich habe dir einen weiteren Transporter organisiert. Ist bereits unterwegs. Wow, Mann, übertreibt halt ihr Pisser. Bodenraketen. Weg mit euch. Hier haben wir noch ein bisschen Leben und da haben wir noch Datenlink-Updates. Hm, wo muss ich denn hin? Was gibt's da hinten noch? Nichts. Ah, hier war das doch vom Monster. Wow. Oh, oh. Ah, weg mit euch. Da steht doch irgendwo einer. Da oben war doch auch einer. Ja, genau. Ist klar. Könnt ihr auch woanders aus eurem hässlichen Hubschrauber springen? Von wo? Was ist denn das hier? Das war Spuk. Ah, hast du mich gar nicht abgeschossen gerade eben, oder? Da liegt noch Rüstung, aber ich habe Angst.
Rüstung, Rüstung, Rüstung. Da oben steht noch so ein Pisser mit der Bazooka. Ja, der ist down. Oh, und da hinten auch noch einer. Oh je. Weg mit dir. Oh, ich glaube ja, jetzt muss man mich so mal demnächst haben. Nordobelisk geortet. Ja. Genau. So. Das müssen die Boden-Boden-Raketen sein. An die Arbeit. Da haben wir auch noch einen Ingenieur und da noch ein Ingenieur. Nur wie soll ich da jetzt rüberkommen? Hallo, da stopp ich, wenn ich da reinlaufe. Wow, 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 wow. Geht's dir bis jetzt gut oder was? Wie soll ich den jetzt zerfetzen? Der braucht ja 100 Jahre, wenn ich den so am Arsch mache. Boom. Oh, da hinten stehen die Boden-Boden-Raketen. Aber in die anderen sehe ich nicht wann. Ja, da geht mir auch bei Zeit Munition von meinem Raketenwaffe aus. Und ich komme nicht nah genug ran für einen Ionenkanonenschlag. Speichern und mal rantasten. Da, 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 weg, 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 weg. Das versuchen wir jetzt einfach so. Das war zu nah. Wie weit können wir gehen? Bis hierher. Oh, da, 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 da. Da komme ich nie im Leben darüber. Aber ich kann vielleicht die Boden-Boden-Raketen von hier aus alle zerstören. Es... Wow, ich habe gerade gedacht, der Obelisk zerfetzt uns. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Frag mich zwar nicht wie, aber ich hab's geschafft. Egal. Ja. Fortfahren und hoffen, dass es läuft. Hoffen, dass es läuft. Ja, es geht. Die Jungs vom Nachrichtendienst meinen, dass man die Gefangenen zu einer anderen Nordforschungsbasis gebracht hat, aber wir waren noch nicht in der Lage, sie zu lokalisieren. Was für eine Überraschung. Ich kann sie finden. Unsere Tiberium-Experimente erzeugen eine ganz bestimmte Strahlungssignatur. Mit dem Ortungssystem des Möbius-Anzugs könnte ich sie aufspüren. Möbius-Anzug? Sydney arbeitet mit der GDI zusammen, um einen schweren Kampfanzug zu entwickeln. Ich habe einen fertigen Prototypen. Ich bin bereit für den Einsatz. Das lässt du schön bleiben. Nur zwei Personen auf der Welt wissen, wie man den Prototypen bedient. Eine ist mein Vater, die andere bin ich. Okay, gut. Aber ich sage, wo es lang geht. Klar? Aber sicher doch, Captain. Was ist daran witzig? Mehr als Sie ahnen. Denken Sie daran, dass es sich um einen Aufklärungseinsatz handelt. Bleiben Sie in Havoks Sichtbereich und sagen Sie Bescheid, sobald Sie den Standort Ihres Vaters lokalisiert haben. Ich habe gerade eine seltsame Energieschwankung geortet. Ich... Ups. Netter Anzug. Hat er sonst noch was geortet? Zock mal, knascht. Hey. Hey. Ich hab deinen Freund erschossen. Er hat es nicht anders gewollt. Na, wieder bei der GDI? Ich arbeite auf eigene Faust, Nikki. Und das war schon immer so. Was machst du dann hier? Ich brauche Ablenkung. Und zwar dich.
Mach mit diesen verrückten Wissenschaftlern, was du willst, aber Rayshaw gehört mir. Kein Kuss zum Abschied? Ah, Weiber. Ja, Weiber. Ja. Evolution des Bösen. Ja. Wir haben... Wir chillen einfach mal hier und machen hier einen kurzen Schnitt, Leute. Einmal noch kurz abspeichern und dann... Ja, speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann die Mission... ich habe vergessen, wie sie heißt. Ja, wenn wir halt einfach die nächste Mission machen. Ah, genau, Evolution des Bösen, hier steht's. Wenn wir Evolution des Bösen machen. Also Leute, bis dann und ciao.